So, willkommen zu Skyblock New Generation Level 3. Endlich sind wir mal wieder Level 3. Hoffentlich bleiben wir das auch und schaffen es sogar, na gut, Level 4, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar bis Level 4. Letztes Mal, wir haben bisher gerade mal einmal Level 3 geschafft und da sind wir dann klicklich gescheitert, wegen Walddummheit. Mal gucken, was wir jetzt kommen. Okay, was sind unsere Aufgaben? Unsere Aufgabe ist vor allen Dingen erstmal das Ding. Um das Ding zu machen, haben wir ja gesehen, brauchen wir diese Bricks. Und die Bricks können wir tatsächlich aus dem hier machen. Und das kriegen wir, wie wir gerade gesehen haben, aus Erde. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen 50 Block. Ne, komm, ich mache einen einzigen Block und der reicht dann. Ja, okay. Passt ideal. Brauchen wir also genau 4 Stück davon. Easy. So. Damit der Ofen aber nicht verschwendet läuft, hole ich mir jetzt noch ein bisschen. Was wollte ich jetzt gerade? Kohle brauchen wir. Ah, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kohle. Okay, wir fahren ein bisschen Kohle. Das heißt, wir brauchen erstmal BAM und davon einen. Damit wir ein bisschen Kohle machen können. Da kommen wir hin. So, muss reichen. Aha. So. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Oh, komm. Dankeschön. So. Jetzt haben wir relativ viel davon. Jetzt brauchen wir das gleiche nochmal für Kupfer. Kupfer müssen wir sowieso ein bisschen was machen. Ich weiß gar nicht mehr wie viele. 4 Stück, glaube ich. Oder auch nicht. Ah, doch, 4 Stück. Ach ja, abbauen, nicht aufbauen. Ist schon wieder. So, die packen wir komplett hier rein. Brauchen wir erstmal nicht. Wir haben gerade bekommen orange Wolle. Brauchen wir auch echt. Ich brauche noch eine zweite Kiste. Der Platz wird mir jetzt gerade hier echt ein bisschen zu heftig klein. Das heißt, du kommst raus, du kommst nach da. Ich mache gleich mal 2 Kisten. Oh, ich habe gerade viel zu viel Holz gemacht. Egal, wird niemanden stören. 1, 2. Ja, was auch immer. Da. So, haben wir Kisten. Hier kommt unnötiger Scheiß rein. Also schon mal eine ganze Menge. Sachen, die wir nie wieder brauchen werden. Ganze Krümpel hier. Der ganze Schunddamm, der ganze Dreck. So. Okay. Wir haben Kupfer, haben wir jetzt gerade mal 4 Stück. Ah, das passt nicht. Brauche ich noch ein bisschen was. Ja, komm, der ganze Dreck, hier kommt alles weg. Du kommst da rein, du kommst da drüber. So. Jetzt kommt der Ofen ins Spiel. Einmal das da rein, einmal das da rein und jetzt den auf Reserve packen. Okay, wird nicht ganz effizient ausgelastet. Ich dachte, die Dinger hier brauchen etwas länger zu backen, aber gut, dann nicht. Egal. So, du kommst da rein, auf Reserve. Sicher ist sicher. Ich habe hier keine Kohlereserve, ist ja böse. So. Okay. Bricks. Die müssen wir zusammenbauen. Und den Kasten jetzt ein paar Mal ab und wieder zubauen.
50 Mal. Spitzhacke AD. Kann ich mit Tata Pony, ne? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Ich bin es mal andersrum gewohnt. Einmal bitte austauschen. So. Diese Verschwendung von Werkzeugen. Eigentlich haben wir noch eine Spitzhacke. Also eine Eisenspitzhacke. Na gut, ich meine, selbst wenn, wir haben ja jetzt Eisen. Wir können uns also auch Silberbeine craften. Es geht also tatsächlich. Aber wir setzen schon weiter als davor. Endlich mal wieder Fortschritt, Alter. Ich hatte den schon echt vermisst gehabt. Tja, dann steht ja morgen wieder Mainz-Lohn an, ne? Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht hatten. Muss ich mal in meine Aufnahmen gucken. Was wir da zuletzt gemacht hatten, was wir da zusammen zuletzt gequatscht hatten. Ich in meinem übermäßigen Erzählerwahn plaudere ja immer, was ich vorhabe. Aber glaube ich, weil wir da dabei diesen einen Tunnel zu bauen, kann das sein? Wow. Ernsthaft jetzt. Mann, wozu brauchen wir so eine Scheiße hier, ey? Könnte ich wenigstens mal ein paar sinnvolle Sachen geben? Nee. Plunder, braucht keiner. Kommt also damit rein. Okay, das nächste. Als nächstes kommt das Ding hier. Ach ja, Papyrus, siehst du? Können wir auch gleich mal anfangen. Papyrus, da brauchen wir Cobblestone, damit der nämlich gleichzeitig zu Mousestone wird. Aber quasi vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das machen wir wie folgt, indem ich das Ganze mal das hier hin. So, so. Du kommst mal weg, du störst mich hier gerade. War eine witzige Idee, aber nein. So, ich muss jetzt hier gewesen sein, genau. Ich werde jetzt wieder sowas von fallen, kann das sein? Der Adrenalinstoß des Jahres. Okay. Hier kommt jetzt das Wasser rein. So. Dann kommt jetzt hier rauf der Sand. Bam. Und jetzt wird der Stein da unten zum Mousestone. Und gleichzeitig kann hier oben drauf Papyrus wachsen. So hatte ich mir das vorgestellt. Hä? Ach so, ich kann auch so. Ah gut, okay. Also ich kann auch so Papyrus pflanzen, nur der wächst dann halt nicht weiter. Ja, eben. Das können wir auch nutzen, um gleich mal hier die erste Quest abzuschließen. Dass das wächst, brauchen wir dann ja für die Quest mit dem, wo wir diesen Buchregal, das Bücherregal da bauen müssen. Da brauchen wir das denn ja. Okay. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du. So, wir haben weiße Wolle bekommen. Das ist nicht das, was ich brauche. Was wir brauchen, ist jetzt als nächstes. Ach genau, das mit dem Stahlblock haben wir jetzt. Ja. Genau, das hatten wir auch noch gemacht gehabt. Und damit dürfte dann unsere Metallhacke Axt fertig sein. Also vorüber sein. Kaputt sein. Ja, definitiv. Noch einmal abbauen und die ist tot. Das zieht immer ganz schön runter. Sag ich doch.
So, dann nehmen wir mal unsere zweite. Wir haben gar keine zweite. Ich dachte, wir haben noch eine zweite. Alter, ernsthaft? Oh, boah, Alter, das gibt's doch jetzt gar nicht. Oh, ist das schon wieder mies. Und ich könnte schwören, dass wir den Block mit einer Steinspeckhacke jetzt nicht abbauen können. Wir müssen also wohl oder übel erstmal Eisen craften, damit wir. Oh, das ist doch schon wieder dumm, dümmer am dümmsten. Ich krieg schon wieder einen Hals. Ah Gott, da brauchen wir auch erstmal eine Spitzhacke. Oh, Alter, ich will heulen. Oh, ich will jetzt ernsthaft heulen. Das gibt's doch gar nicht. Ist das Dreck? Ist das ein verkackter Dreck jetzt? Ich werde nicht mehr. Nee, ich werde nicht mehr. Wisst ihr was? Wir können mal die Stolperküche hier so hinbauen. Bam. Na, sag ich doch. Kriegen wir nicht abgebaut. Ist das Dreck. So, und dass wenn das nicht genug wäre, müssen wir nochmal das machen, weil wir haben jetzt gerade mal drei. Wir brauchen aber vier, weil wir müssen ja einen wieder auf Reserve packen. Ich kotze ins Essen. Ich kotze ins Essen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay. Oh ja, da kriegst du Freude. Da kriegst du echt Freude. Hast du es angenommen oder was? Dankeschön. So, jetzt kommt einer zurück. So, eigentlich würden. Ach, sie wären schon ein. Also einer hätte tatsächlich ausgereicht. Okay. Du da drüber, du darüber. Dankeschön. Wo waren wir jetzt? Da waren wir jetzt. Da kriegst du echt Pack auf den Pimmel. Ganz ehrlich. Okay. So, jetzt können wir den. Und jetzt hätten wir wieder neuen Eisen gehabt. Aber die konnte ich nicht schon früher nehmen. Weil wir mussten die dann noch einmal abbauen. Immer diese Lockdown-Kacke. Okay. So. Jetzt haben wir das Ding bekommen. Was auch immer wir das gebrauchen können. Ich habe keine Ahnung. So, was wir machen können, wir nehmen jetzt mal diese Steine. Aha, ja, das erste Wachs. Sehr schön. Okay, und können wir jetzt hier. Ich hab's nur nicht zu tief. So, und jetzt haben wir ein bisschen mehr Fläche, die zu Cobblestone werden kann. Alter. Hier, nicht zu Cobblestone, sondern zu dieses Mostly Stone, also diesen Moosstein. Auch weil wir brauchen dafür eine ganze Menge. Wobei eigentlich nicht, wir können den immer wieder abbauen und wieder pflanzen. Alles gut. Was wir eine Menge brauchen, ist das hier. Ach Quatsch, nee, wir brauchen davon 9 Stück. Haben wir doch bereits. So, den lasse ich hier, damit der weiter wachsen kann. Man kennt das ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam. Oder auch nicht. Aha. Da, 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 da. Oh Gott, wir brauchen. Oh Gott. Wir haben jetzt gerade mal Papier, daraus müssen wir erst noch ein Buch machen. Wie zur Hölle geht denn jetzt ein Buch? Wir brauchen noch viel mehr. Hä? What? Jetzt haben wir. Hatten wir nicht gerade nur 4 Papier gehabt? Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten doch gerade mal 4 Papier gehabt. Wieso haben wir jetzt so viel Papier gehabt? Habe ich jetzt noch irgendwas verpasst oder war da jetzt gerade ein Glitch? Ist auch egal. Hä, Moment schon mal, das müsste ich doch gehabt haben. Das ist doch genau das, was ich da gemacht habe, dieses Infinity Water.
Da, dieses Wasser nach unten, das ist Wasser nach unten fließt, nennt man Infinity Water, weil ich kann jetzt praktisch hier unten aus dem Wasser immer wieder Wasser rausnehmen. Kann man hier vielleicht, kann ich gleich mal gucken? Hier, wenn ich jetzt den Eimer nehme, kann ich quasi in dem Wasserstrahl Wasser abbauen. Oder auch nicht. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Doch, müsste doch eigentlich funktionieren. Wieso geht das nicht? Hä? Ach, ja, ist schon wieder Quatsch, alles Schwachsinn. Nee, ist Müll, was ich gerade erzählt hatte. Infinity Water geht nicht so, sondern das geht, wenn du hier einmal Wasser hinmachst und hier einmal Wasser hinmachst und hier in der Mitte den Block auch weglässt. Dann wird in dem Moment, wenn hier Wasser ist und da Wasser ist, wird hier auch Wasser generiert. Und das Wasser kannst du dann abschöpfen, damit wird wieder Wasser generiert, kannst du dann auch wieder abschöpfen. Und damit hast du dann unendliches Wasser. Was ich gerade erzählt hatte, mit dem nach unten fließt, ist absoluter Müll. Ist absoluter Schwachsinn. Okay, das heißt also, wir müssen darauf nochmal warten, dass wir nochmal Wasser bekommen. Weil wir brauchen nämlich mindestens zweimal Wasser, um unendliches Wasser produzieren zu können. Wir bekommen also hier wahrscheinlich bei eins von den Sachen, bekommen wir nochmal Wasser. Anders wüsste ich nicht, wie wir das machen sollten. Außer es gibt hier noch einen Trick. Kann natürlich auch sein. So, das Ding müssen wir jetzt viermal hinsetzen. Eins. Na komm. Zwei. Drei. Vier. Easy. Okay. Wow, rote Wolle. Wer braucht den Scheiß? Du kommst erstmal mit, danke. Pack mal die Wolle hier unten hin. So quasi so als Regenbogen. Regenbogen der Dummheit. Okay, wächst du da was? Wird hier was kommen? Wird hier. Nee, kein Maus. Mann, ich brauche doch aber Maus. Ist das Bullshit. Okay, wir sollten langsam mal was essen. Danke. So. Was ist denn das nächste? Wir haben das. Ach, Sand. Ja gut, Sand können wir, weil wir haben ja hier noch zweimal Sand übrig, weil wir das ja neu machen mussten. Das ist ganz geil. Vor allem Sand abbauen geht zum Glück relativ schnell. Vor allem, wenn ich in mir bauen kann. Warum auch immer das jetzt gerade geht. Ich dachte, das geht gar nicht. Aber gut. Wenn euch verwundert, warum es immer so schwarz wird, das liegt daran, weil ich drücke immer diese Setz-Taste. Und wenn ich praktisch den einen setze und den anderen setze, bevor er registriert hat, dass ich einen gesetzt hatte, ja, dann kann ich ihn praktisch setzen, weil er das noch nicht aus dem Inventar rausgenommen hat. Und dann setze ich den praktisch auf dem anderen Block drauf. Heißt also, ich setze quasi dann drei Blöcke, obwohl ich nur zwei habe. So etwas nennt man Glitch. Oder Lag. Also, aus Lag resultierenden Glitch. Was eigentlich jeder Glitch ist. Keine Ahnung. So. Ach, scheiß Papier. Schmeiß ich hier mit rein. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Okay, was haben wir bekommen? Grüne Wolle. Mann, was soll denn die Wolle? Wow. Digga, ich brauche Wasser. Machen wir jetzt nicht hier. Mostly Cobble, da kriegen wir nicht. Muss ich erstmal. Ihr guckt mal, vielleicht gibt es doch noch ein Rezept, was wir nicht kennen. Ja, wow! Wirklich, echt nice. Also, gut. Ich guck mal über das Ding hier, vielleicht funktioniert das. Aha. Ah, also mit Dschungelkraft geht's auch. Nur leider wächst bei uns weder vertrocknetes Gras noch Dschungelgras. Ja. Ach, any kind of Gras. Ah! Alles aus der Blumengruppe. Und diese Blumen selber sind, glaube ich, auch Blumengruppe. Da müsste ich jetzt aber lügen. Das heißt, es müsste funktionieren, dass ich jetzt das hier mache. Jawoll! Ah, geil! Ha! Gefrickt. Okay. Nice. Das gefällt mir.
Hey, das war schon? Hä, muss ich nicht 50? Hä, was habe ich denn bitte schon gerade für einen Award bekommen? Complete Quest. Von wo kommt jetzt gerade dieses Sticks ab? Dieses Dingeling? Ich habe doch gerade gar nichts bekommen. Ist das verrückt? Ich habe keine Ahnung. Allerdings hat der Server auch gerade schon wieder ganz schön Lag von 4 Sekunden. Kann also sein, dass alles Mögliche gerade passiert. Im schlimmsten Fall landen wir wieder im Minus-Inf. Ne, kennen wir ja. Ist ja nichts Neues. Wobei, jetzt gerade läuft es echt gut. Also, ne, muss man auch mal so sagen, ne? Jetzt gerade läuft es echt gut. Ihr glaubt mal, das Level 3 kriegen wir echt schnell durch. So, wie viel müssen wir noch? Noch 14, das geht ja. Haben wir gleich geschafft. Wir haben jetzt zum Glück eine Stahlspitzhacke. Können uns auch jederzeit wieder eine bauen. Perfekt. Okay, damit haben wir jetzt blaue Wolle bekommen. Och, ernsthaft, Leute. Gerade wo ich den Schäfer gelobt habe, macht jetzt so eine Scheiße mit mir. Was soll ich jetzt mit so viel Wolle? Digga, ich will mir hier keinen Wolkenpalast bauen. Ich bin doch nicht Gronkh. Was soll denn der Mist? Ja, hier wird gar nichts. Gut, kann ich die ganze Kacke wieder abbauen. Das funktioniert aber doch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Halt. Warum auch immer das nicht klappt, ich habe keine Ahnung. In meiner Theorie, in meiner ausgeklügelten Theoriepraxis, das funktioniert. Hey, wo ist mein ganzer Cobblestone? Hä? Nanu? Wer ist mein Cobblestone? Ah. Digga, Alter, so viele Orte, wo du Sachen verstecken kannst hier. Okay, das haben wir. Das haben wir. Was für uns jetzt noch fehlt, ist Iron Bar. Ernsthaft? Was soll ich denn mit Iron Bar? Iron Bar ist doch schon wieder so eine Scheiße, wo was ewig viel Kacke kostet oder nichts bringt, oder? Iron Bar. Ja. Hoffentlich kann ich trotz diesen Iron Dingern überhaupt noch was machen, denn danach. Was denn jetzt? Das da. Da, 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 da. 16 Stück. Ach, siehst du, daraus kann ich doch, glaube ich, eine Rüstung bauen, oder? Nicht, dass ich jetzt hier eine Rüstung brauchen würde, aber, wow, das war schon. So, was habe ich bekommen? Ein Mesekristall, Digga. Ach, das ist, ich dachte, das ist Gold. Yay. Cool, dann habe ich das Level echt gleich abgeschlossen. Okay, jetzt nicht so unüberlegtes machen. Wir brauchen davon 2. Da haben wir wieder ein bisschen Clean Stone. Dann kommen wir nämlich bald das nächste Level. Und hoffentlich gibt es da dann endlich mal Diamanten. Das wäre echt geil. So, jetzt nichts Unüberlegtes machen, heißt also ganz vorsichtig, ich baue erstmal zweimal. Und jetzt werde ich als allererstes gleich mal einen davon sichern. Bam. Bevor wir irgendwas anderes Dummes machen. Hä, was ist denn hier los? Du kommst nach da. Du kommst nach unten, ich brauche dich nicht mehr, du kommst nach da. Easy. Du kommst weg, du kommst weg. So. Hier oben sind die ganzen wichtigen Mineralien, die wir immer brauchen. Okay, was habe ich jetzt gerade bekommen? Ach, jetzt weiß ich, was dieses Ding ist. Es ist oben immer diese Awards. Diese Kackdinger hier. Das dingelt immer so. Ich bin aber scheiße, Alter, kriege hier schon Panikattacken. Du dahin, danke. So, jetzt wieder zweimal. 4 Stück müssen wir, also müsste jetzt danach gleich dieses Dings kommen. Perfekt. Aha, okay. Und damit können wir uns jetzt Infinity Water bauen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze geht. Und zwar ist das relativ simpel. Und zwar machen wir jetzt hier Wasser hin. Hier macht man eine Lücke rein. Hä? Alter, wie lange braucht denn das Wasser, bis es hier wieder weggeht? Schlimm.
Boah, Leute, kann das Wasser hier mal bitte verschwinden? Was ist denn jetzt hier los? Alter, ernsthaft? Danke. So, jetzt. Jetzt haben wir hier Wasser und da Wasser, ja? Jetzt nehme ich das Wasser hier weg. Und wenn ich jetzt hier Wasser hinsetze, also ich warte erstmal, bis ich weg ist, also doch. Wenn ich jetzt hier Wasser hinsetze, bam, ist da auch Wasser. Das kann ich jetzt nehmen. Und jetzt ist da gleich wieder Wasser. Oh, heißt also, ich könnte jetzt von dem Ort immer wieder Wasser wegnehmen, weil dadurch, dass hier ein Block ist und da ein Wasserblock ist, wird hier Wasser immer wieder generiert. Und das ist das, was hiermit gemeint ist. Place Infinity Water. Habe ich doch gerade. Ich bin verwirrt. Was genau muss ich jetzt tun? Oh, Alter, dieses Wasser macht mich hier gaga. So, bisschen aufhören hier. Kriegst ja Krise, kriegst du da ja. Ernsthaft, wer findet denn so einen Scheiß? So, die Frage ist, warum erkennt er den Block nicht? Ich hab Gold bekommen? Was auch immer ich jetzt gerade Gold bekommen habe. Ich pack's jetzt aber jemand in die Kiste rein. Gold ist relativ useless. Die Frage ist, was muss ich jetzt hier machen? Place Infinity Water, hab ich doch. Diagonal. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er von mir will. Hier ist doch Infinity Water. Diagonal. Also falls Sie es nicht wissen, diagonal ist vertikal. Ist doch. Ah! Jetzt hat er es angenommen. Sehr schön. Egal, da kriegst du die Krise. Okay. Oh, jawohl! Das Diamantenzeitalter hat begonnen. Geil! Also was doch im Level 3, und zwar als Abschluss von Level 3. Interessant. So, und jetzt, meine Damen und Herren. Ja, komm mal hin. Hat unser Segen ein Ende? Hä? Nee, Quatsch, nicht unser Segen hat ein Ende. Unser, hier. Ah, ihr wisst schon. Achso, du bist wieder weg. So. Und von den Diamanten, oder die Diamanten ist jetzt das erste Material, von dem wir ganz viel machen werden. Einfach, weil du Diamanten halt für alles verwenden kannst. Für Rüstung, für. Gut, ich meine, Rüstung brauchen wir hier nicht. Wozu? Hier gibt es ja nicht mal Tiere, geschweige denn. Böse Tiere. Aber wir können uns damit halt Werkzeuge bauen. Und das ist schon arschgeil. Ich glaube aber dennoch, ich werde erstmal. Na doch, ich mach nochmal eine Riege mit 16 Diamanten. Das sollte dann reichen. Ja. Dann wäre jetzt schon die Aufnahme mittlerweile wieder vorbei. Aber wir haben jetzt gerade mal ein einziges Level geschafft. Gucken wir uns mit dem nächsten Level dran. Oha. Das nächste Level wird auch geil. Ja gut. Wisst ihr was? Ganz ehrlich. Das hat ja jetzt soweit funktioniert. Wie gesagt, man muss halt nur aufpassen, dass man hier definitiv nicht stirbt. Sobald du hier einmal stirbst, hast du verkackt. Komplett. Dann brauchst du gleich einen neuen User-Account. Ich breche das Level an der Stelle erstmal ab. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann mal wieder als Special natürlich den Skyblocks nochmal spielen, also hier weiterspielen und dann die restlichen Levels durchmachen. Vielleicht sogar nächste Woche, mal gucken. Ich hoffe mal, Doom Sigil kommt raus jetzt endlich mal. Für den Fall, dass Doom Sigil nicht rauskommen sollte, können wir nochmal überlegen, ob wir den nicht doch nochmal hier weiterspielen. Oder ob ich dann doch einfach mit Back to Saturn X weitermachen soll. Jo, ansonsten geht's dann ja ab morgen erstmal weiter mit Mindclone.
also German Minecraft Server, Minecraft 2 Server, wohlgemerkt. Ja. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, wir haben erstmal alles. Ja, der Scheiß, das kommt erstmal alles hier raus. Das brauche ich alles einfach nicht mehr. Und hier kommt nur noch wichtiges Zeug rein, obwohl das ist jetzt nämlich nicht wirklich das, was man als wichtig bezeichnet. Tu es mal da rein. Ja. Gut, der Bereich hier ist auch geschützt. Ich meine, beim Boxen sind ja da. Heißt also, hier passiert nichts. Ansonsten, wir haben alles. Ja, das hier wächst auch wieder nicht. Auch nett. Echt jetzt. Ich habe mal eine Idee, vielleicht wächst das. Ich habe vorhin nicht drauf geachtet, aber es kann durchaus sein, dass das Zeug auf dem Gras ohne, also auf dem Dirt ohne Gras besser wächst. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich das hier einfach wegmache. So. Und das ist einfach hier Pflanze. Vielleicht wächst das hier tatsächlich sogar besser. Kann man ja gucken. So, wo ist mein Eimer? Ja, da ein Eimer. Wo ist denn mein Eimer? Ach, da, ganz oben. So, klatschen wir hier nochmal Wasser hin. Klatschen wir da nochmal Wasser hin. So. Haben wir hier eine schöne Brücke nach unten. Ja, wie gesagt, das. Achso, ich soll gleich mal hier nochmal Wasser nehmen. Das war's dann. Ja, gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V. Dann sehen wir uns wieder zu Minecraft 2. Denn demnächst irgendwann mal. Tschüss.